Im Namen Gottes, der uns unser Leben geschenkt hat, der uns erhält und liebt wie Eltern ihre Kinder. Und im Namen seines Sohnes, seines Kindes, Jesus aus Nazareth, der in unsere Welt gesandt wurde, um Gottes Liebe zu leben und zu verkündigen, der dafür gestorben ist am Kreuz, aber wieder auferweckt wurde und so für uns zum Leben, zum Christus geworden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der in uns und untereinander Gottes Liebe wirksam werden lässt. Und seine Kraft und seine Hoffnung. Amen. Herzlich willkommen von nah und fern hier an unserer Peter-Paul-Kirche in Bad Oldesloe zur Abendandacht am Mittwoch. Der Apostel Johannes schreibt: Seht, ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und ich sehe die heilige Stadt Jerusalem neu von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und ich höre eine Stimme vom Thron her erschallen: Siehe, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott wird mit ihnen sein. Und er wird alle Tränen von ihrem Angesicht abwischen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Jammer und keine Mühsal. Denn das Erste ist vergangen und Gott spricht: Siehe, ich erschaffe alles wieder neu. Amen. Die Peter-Paul-Kirche, benannt nach Petrus und Paulus, den Patronen dieser Kirche. Heute schauen wir auf den Paulus, den zweiten Namensgeber. Hier unschwer zu erkennen am Symbol des Schwertes. Sein Leben ist ein Übergang, ein beständiger Übergang vom römischen Legionär zum Verbreiter des Christentums. Nicht nur ein Übergang von ihm, seines Lebens, sondern ein Übergang der Wohnung Gottes bei den Menschen. Die Weltvölker, die Völkerfamilie wird wieder eingemeindet in das Volk Gottes, in Christus, wie Paulus sagt. Er wird nicht müde, bis an die Enden der Erde diese Botschaft zu verbreiten. Er ist selber eigentlich eine lebendige Brücke zu uns heute. Hier an diesem kleinen mediterranen Café mitten in Bad Oldesloe ist ein uralter Handelsplatz, besonders in der Hanse. Hier wurden Waren umgeschlagen zwischen den großen Schwesterstädten Hamburg und Lübeck oder erweitert gesehen zwischen der Nordsee und Ostsee. 60% des Handels wurden in der Hansezeit hier umgeschlagen. Wir sehen hier auch das alte Hansehaus aus dem späten Mittelalter. Und vor dem Hansehaus, das heißt heute das Blaue Haus nach dem Dach, sehen wir ein Symbol der modernen Brücken, der kulturellen Brücke, den Engel der Kulturen. Er vereinigt in dem Symbol die drei großen Weltreligionen, die hier in Oldesloe eng miteinander verbunden sind, seit vielen Jahren. Diese kleine venezianische Brücke ist typisch für Oldesloe. Ich glaube, 87 Brücken gibt es in Oldesloe. Sie steht hier an diesem alten Handelsplatz auf der Hude. Hier fließen Beste und Trave zusammen. Und hier kann man noch ein bisschen nachempfinden den alten Hansehafen, wo hier Waren umgeschlagen wurden vom Landweg über die Trave hin an die Ostsee. Brücken in Bad Oldesloe, Stadt der Brücken, aber Oldesloe ist selber eine Brückenstadt. Kreisstadt in Stormarn und damit Verbindung zur großen Politik. Alte Handelsstadt und Verbindung zum Norden. Wie wir heute unsere Verbindung und Brücken halten können, das sehen wir auch. Gehen Sie gerne durch. An dieser Stelle mit Herz und Abstand, bitte Abstand halten, aber die Verbindung nicht verlieren. Oldesloe macht in besonderer Weise darauf aufmerksam, dass wir eine Gemeinschaft sind, eine kommunale Familie, Brücke zwischen den Menschen. Kultur und Bildung ist die Brücke zur Welt des Geistes, denn
ohne den Geist, ohne das Verstehen, verstehen wir einander nicht, können wir uns nicht in den anderen hineinversetzen. Und darauf kommt es an in unserer heutigen Zeit, diese virtuellen Brücken zueinander. Jetzt in der Corona-Zeit lernten wir ganz neu durch die neuen Medien. Für mich etwas völlig Neues. Ich danke unserem Kameramann und Regisseur Ben Kirschning, der dieses möglich macht, diese Brücke zu Ihnen und zu euch. Eine der imposantesten Brücken ist diese hier in der Nähe des Lübecker Tors. Eine modernistische Brücke, aber wunderbar in diese Landschaft hereingebaut, verbindet sie einen Trave-Wanderweg, der viel genutzt wird. Hier über die Trave, hier sehen wir nun eine zweite Brücke vor uns. Hier, wo wir dieses Wildwasser sehen, sehen wir eine Sohlgleite. Sie ermöglicht es, Fischen über Barrieren hinwegzukommen. Früher war hier ein Stauwehr, da war es nicht möglich. Die moderne Wassertechnik und Landwirtschaft macht es möglich, auch für Verbindungen und Brücken der Tiere und andere Lebewesen zu schaffen. Like a bridge over troubled water, I will lay me down, singt Paul Simon. Wie eine Brücke über Wildwasser werde ich mich hinlegen. Wenn du erschöpft und am Ende bist, Tränen in deiner Angst abwischen. Ich bin auf deiner Seite, wenn die Zeiten rau sind und du keine Freunde findest. Ein Spiritual, Mary Don't Weep, hat Paul Simon zu diesem wunderbaren Song angeregt. I'll be a bridge over deep water if you trust me. Ich werde eine Brücke sein über tiefes Wasser, wenn du mir vertraust. Lasst uns miteinander beten, so wie Jesus uns das gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Shalom und eine gute Nacht.